Hallo und herzlich willkommen. Mal wieder zurück zur Learning Journey. Das ist die 23. digitale Learning Journey des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Und Felix Jung und ich, Lore Kurz, werden gemeinsam durch diesen Abend führen. Unser Team umfasst auch noch Zoe Kornmann, die ihr schon im Chat seht, und später noch Tim Doyle, der in einer der Breakout-Sessions sichtbar sein wird, und Linus Kaufold, der die technische Verantwortung für diesen Livestream hat. Falls also irgendwer vor technischen Herausforderungen steht, könnt ihr Linus in der Sitzung Troubleshoot aufsuchen und euch beraten lassen. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Herzlich willkommen, dass ihr alle da seid und vor allem diejenigen, die zum ersten Mal heute dabei sind. Diese Veranstaltung wird durchgeführt vom Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Das bedeutet, sie ist ermöglicht durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Und dieses Format heißt Learning Journey, weil wir drei unterschiedliche Charaktere oder Persönlichkeiten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und ihre kreative Denk- und Arbeitsweise kennenlernen werden und bei ihnen hinter die Kulissen blicken und von ihnen lernen können. Dabei legen wir den Blick insbesondere auf die Innovationskraft der Branche und die zukunftsrelevanten Trends, an denen sie arbeiten oder zu denen sie beitragen, die vielleicht auch für andere Branchen und Wirtschaftsbereiche wichtig sind oder wichtig werden oder wichtig werden können. Wir beim Kompetenzzentrum sind überzeugt, dass die Unternehmerinnen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft maßgeblich zu einer wünschenswerten Gesellschaft beitragen und unsere Wirtschaft zukunftsfähig machen. Und unser heutiges Thema befasst sich vor allem genau damit, mit Purpose Economy. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie Gründerinnen in der Kultur- und Kreativwirtschaft ökonomische, soziale und ökologische Werte vereinen. Purpose Economy, da fragt man sich natürlich als erstes, was ist denn dieser Purpose? Das ist das englische Wort für Zweck oder Ziel einer Handlung, aber es steht mittlerweile für eine neue Form des Wirtschaftens und Arbeitens. So ein bisschen analog zum Sinn des Lebens kann man den Purpose auch als eine Art Sinn des Arbeitslebens betrachten, weil immer mehr Menschen fragen sich, was eigentlich ihr Purpose ist und wofür sie arbeiten möchten. Und die Antwort ist dann meistens klar werteorientiert. Was ist der Impact, den ich in dieser Welt haben möchte? Wozu möchte ich beitragen? Das fordert natürlich auch das klassische Bild, was wir von Gründerinnen und Gründern haben, heraus. Klassischerweise hat man vielleicht so ein stereotypes Bild, dass GründerInnen sich eine krasse Geschäftsidee suchen, um dann damit erfolgreich irgendwie den Markteintritt zu schaffen und reich zu werden. Aber nein, es gibt auch intrinsisch motivierte, aktivistisch arbeitende GründerInnen, die was bewegen wollen, die was verändern wollen und damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Und drei von diesen beeindruckten Gründerinnen stellen wir heute vor. Aber das Besondere ist dann auch, dass sich dadurch eine neue Form des werteorientierten Wirtschaftens entwickelt, die dann dem klassischen gewinnorientierten Wirtschaften vielleicht auch entgegensteht und dadurch auch neue Formen des Gründens und neue Unternehmensstrukturen erfordert oder auch ausprobiert. Und hier ist das Stichwort Unternehmen in Verantwortungseigentum, mit dem wir uns heute auch beschäftigen. Was es damit auf sich hat, das hören wir gleich von unseren Gästen. Und ich freue mich sehr auf Pia Ihedioa von Of Color, auf Ines Schiller von Wild und auf Christian Siegmund von Wild Plastic. Herzlich willkommen. Ja, bevor es gleich losgeht, Felix, noch ein paar Worte zu unserem Ablauf und dem Tool, auf dem wir uns hier gerade befinden, verlieren. Und zwar Hop-In, unser Tool heute Abend, hat die Bühne. Das ist das, was wir hier gerade sehen. Hier werden die ersten zwei Teile der Veranstaltung stattfinden. Und natürlich gibt es eine Chat-Funktion, wo das Publikum jederzeit allgemeine Fragen reinposten kann. Das Event heute besteht aus insgesamt drei Teilen. Gleich beginnen unsere drei Interviewblöcke mit unseren drei SpeakerInnen. Die dauern jeweils ungefähr 15 Minuten. Im Anschluss wird es ein Panel geben mit allen dreien, selbstverständlich, von weiteren circa 20 Minuten. Hier laden wir dann alle im Publikum nochmal ein, gezielt Fragen zu stellen, die dann auf dem Panel behandelt werden.
Und im dritten Block der Veranstaltung gibt es dann nochmal die Möglichkeit, in Sitzungsräumen, das kann man sich wie Breakout-Sessions auf Zoom vorstellen, direkte Fragen und Diskussionspunkte mit den SpeakerInnen noch einmal anzusprechen. Und das Ende der Veranstaltung ist dann gegen 19.30 Uhr. Und an dieser Stelle noch einmal der Hinweis zur Umfrage des Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Viele Veranstaltungen veranstaltet es nämlich jedes Jahr und diese Daten möchten natürlich auch evaluiert werden. Deswegen freuen wir uns, wenn alle im Publikum einmal im Veranstaltungsreiter auf den Link klicken und diese kurze Umfrage einmal ausfüllen. Soweit zum Ablauf heute Abend. Ich würde direkt überleiten zu unserem ersten Beitrag. Genau. Ines kommt aus einem anderen Bereich. Sie ist an der Schnittstelle, also sie sagt, dass die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Business, Wissenschaft und Kunst ihre Leidenschaft ist. Sie arbeitet seit jeher interdisziplinär, hat einen Hintergrund in Philosophie und Neurowissenschaften und eine Leidenschaft für Biotechnologie und Feminismus. Außerdem hat sie schon sehr viel Start-up-Erfahrung. Unter anderem hat sie eine eigene Filmproduktionsfirma gegründet, die eine neue Art des kollaborativen Arbeitens entwickelt hat und damit erfolgreich Kinofilme produziert und für das Social Business Mein Grundeinkommen gearbeitet. Zudem ist sie zertifizierte Marine Guide und hat Erfahrung in der wissenschaftlichen Forschung für alternative Produkte aus dem Meer. Sie hat unter anderem an künstlichem, tierleidfreien Fischfilet aus echten Fischzellen gearbeitet und auch in dem Bereich schon einiges getan. Und sie ist hier mit ihrem aktuellen Unternehmen Wild. Damit forscht sie an einem Produkt, das gut für Menstruierende und gut für den Ozean ist. Außerdem ist Wild ein Unternehmen in Verantwortungseigentum, wo wir dann auch hören, was es damit auf sich hat. Herzlich willkommen, Ines. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Genau. Erzähl doch nochmal, Wild, woran arbeitet ihr? Was macht ihr? Ja, wie du schon richtig gesagt hast, machen wir was, was gut für die Menstruierenden und den Planeten ist. Und zwar entwickeln wir den weltweit ersten Tampon aus Meeresalgen. Und da geht es uns darum, wirklich radikal nachhaltige, gesunde und meeresfreundliche Periodenprodukte eben zu entwickeln. Und der Tampon ist unser erstes Produkt, mit dem wir, wo wir gerade mittendrin sind in der Entwicklung. Was ist denn das Problem mit den konventionellen Tampons? Warum braucht es einen aus Algen? Ja, also es gibt tatsächlich viele Probleme mit den konventionellen Tampons und eins der Probleme ist, dass das auch den meisten Leuten, inklusive der Menstruierenden, oftmals gar nicht bewusst ist. Also es ist einerseits so, dass die Materialien, die benutzt werden aktuell, im Grunde nicht wirklich geeignet sind für die Anwendung. Die sind jetzt nicht besonders gesund, die sind nicht per se ungesund, aber was sehr häufig ist, ist, dass die Produkte eben Plastik enthalten. Und das ist natürlich schon ungesund, gerade wenn es an Schleimhäuten getragen wird. Und da kommt dann auch schon die andere Seite der Medaille. Die Produkte, die verwendet werden, sind halt auch nicht besonders nachhaltig. Das heißt, ganz, ganz viele von denen landen am Ende tatsächlich im Meer und tragen zu dem Plastikmüllproblem dort bei, wo sie halt nicht abgebaut werden können. Und es gibt ein paar nachhaltigere Alternativen und großartigerweise gibt es ja jetzt auch ein paar reusable Produkte, also die man mehrfach verwenden kann, wie die Tasse zum Beispiel. Die sind aber nicht für jede Lebenssituation geeignet und auch nicht für alle Menstruierenden. Da gibt es einfach körperliche Voraussetzungen, die das funktioniert einfach nicht für jeden. Und deshalb wird es immer weiter Tampons geben. Und wenn wir die so machen können, dass sie sowohl gut sind für die Menstruierenden als auch eben für das Meer, und zwar nicht nur dem Meer nicht schaden, sondern ihm tatsächlich was Gutes tun, weil die Algen, da werden wir bestimmt noch drauf kommen, eben wirklich ein sehr, sehr spannendes Rohmaterial sind, dann finden wir das ziemlich gut. Ja, genau. Erzähl doch noch mal ein bisschen über die Algen. Man denkt jetzt so, Algen so grün und glibberig und Tampon irgendwie weiß und glatt. Wie kann das denn sein? Wie funktioniert das? Ja, also tatsächlich ist der Tampon, so nennen wir ihn ja, nicht grün. Auch wenn ich sehr häufig darüber nachdenke, ob wir mal eine Special Edition machen sollten, die dann grün ist. Einfach mit Algen gefärbt. Mit Algen kann man ja auch ganz tolle Farben herstellen. Tatsächlich ist... Algen ist ein ganz großer Sammelbegriff. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Algen. Die, mit denen wir arbeiten, sind ausschließlich aus dem Meer und auch nicht die, an die man vielleicht denkt, wenn man so an so Ekelglibber denkt, sondern das sind ganz, ganz schön, die aussehen wie Pflanzen. Und
die haben ein bestimmtes Biopolymer, was wir extrahieren. Und dieses Polymer ist einfach weiß. Also unsere Tampons sehen genauso aus wie andere. Und zwar weiß, weil das einfach zufälligerweise ist, hat die Natur so für uns gemacht. Und wir finden es gut, weil es natürlich sinnvoll ist, wenn die Produkte so sind, dass man auch die Farbe der Menstruationsflüssigkeit sehen kann, weil man da eben Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand ziehen kann. Und um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, hast du uns auch einen kleinen Clip mitgebracht. Den schauen wir uns vielleicht einmal kurz an. Ja. Start. Ich bin Ines Schiller. Ich bin Melanie Schichern. Wir sind Wild. Und gemeinsam mit dir wollen wir Menstruation und Meeresgesundheit verbessern. Wir entwickeln radikal nachhaltige, meeresfreundliche und gesunde Periodenprodukte aus Algen. Wir teilen nicht nur unsere Liebe zum Meer. Wir arbeiten auch seit über 10 Jahren gemeinsam daran, dass die Welt nicht bleibt, wie sie ist. Glücklicherweise gibt es ja schon einige nachhaltigere Produkte. Diese sind allerdings, sagen wir mal, nicht perfekt. 17 Millionen Periodenprodukte werden allein im deutschsprachigen Raum verbraucht. Und das jeden Tag. Wäre es nicht großartig, wenn all diese Produkte dem Meer etwas Gutes tun würden, statt sie als Müll zu belasten? Wenn alles etwas wilder werden würde? Gemeinsam mit dir und unserem internationalen Netzwerk von Expertinnen aus Wissenschaft und Industrie wollen wir den weltweit ersten Tampon entwickeln. Wir glauben, Tampons können für die Menstruierenden und die Umwelt funktionieren. Algen sind nicht nur ein gesundes Superfood, sie sind auch von Natur aus absorbierend und aufgrund ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften werden sie schon lange in der Medizin verwendet. Im Labor haben wir außerdem herausgefunden, dass sie einen positiven Einfluss auf das vaginale Mikrobiom haben. Unsere Fasern erleichtern das Einführen und trocknen die Schleimhäute nicht aus. Ja, jetzt haben wir schon einiges gesehen. Vielleicht können wir da nochmal auf die Algen zu sprechen kommen. Was ist denn gerade der aktuelle Stand? Dürft ihr die Algen jetzt einfach nehmen und daraus Tampons machen und los geht's? Oder wie sieht's da aus? Ja, also tatsächlich ist es in Deutschland überraschend einfach, Tampons zu machen. Die haben nämlich keinerlei Sonderauflagen, was man ja erwarten würde. Und es ist in vielen Ländern auch anders. Da sind das Medical Devices, was auch Sinn macht, weil sie werden ja internally für viele Stunden verwendet. In Deutschland dürfte man das tatsächlich einfach so machen, wenn man General Product Safety einhält. Wir machen das natürlich nicht einfach so, sondern uns ist es sehr wichtig, dass es ein sicheres Produkt ist und dass es auch tatsächlich gesünder ist als die Alternativen, die es jetzt gerade gibt. Und deshalb sind wir jetzt gerade dabei, einen ersten Consumer Trial aufzusetzen, wo wir wirklich unter Berücksichtigung aller Aspekte den Tampon testen und dann auch die Menstruierenden um ihr Feedback bitten, weil wir die einfach von Anfang an mit einbeziehen wollen, weil die letzten 100 Jahre die meisten Menstruationsprodukte von Nicht-Menstruierenden entwickelt wurden und man deshalb auch verstehen kann, warum viele so sind, wie sie sind. Aber das wollen wir ändern und deshalb sollen die von Anfang an dabei sein. Das heißt, ihr entwickelt gerade dieses Produkt und testet es. Und habe da auch zu geforscht, um diese Algen also den Tampon aus den Algen produzieren zu können. Ja, genau. Ihr macht aber auch noch einiges mehr, was man zum Beispiel auf Social Media sieht. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist euer Purpose und wie sieht euer Arbeitsalltag aus, was würdest du sagen? Dann würde ich sagen, ich habe da mal eine Folie vorbereitet. Die können wir auch gerne auch gleich angucken, aber ich kann noch kurz noch was dazu sagen. Also unser Arbeitsalltag ist tatsächlich, also unser Ziel, unser langfristiges Ziel ist ein Algiverse. Und also ein Universum aus Algen. Und das ist es deshalb, weil wir wollen, dass Algen als nachhaltiges Rohmaterial, als regeneratives Material im Mainstream ankommen und wir die für ganz, ganz viele Dinge, wo es Sinn macht, nutzen. Wie zum Beispiel Periodenprodukte. Natürlich kann man noch ganz viele andere Sachen aus Algen machen. Und das wollen wir machen, weil wir damit den Meeren helfen wollen und damit natürlich mit den Meeren als Grundlage für im Grunde alle Ökosysteme auf diesem Planeten, dem gesamten Planeten. Also das ist sozusagen die große Vision. Und
Das machen wir, indem wir ganz, ganz, ganz viele Leute verbinden aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Also von den Algenexpertinnen bis hin zu den Periodenprodukte-Expertinnen. Das sind sehr, sehr weit auseinanderliegende Welten. Eben alles. Und dabei wollen wir mit den Periodenprodukten auch also es ist uns auch sehr wichtig, oder das ist auch ein Grund, warum das unsere ersten Produkte sind, ist, weil wir natürlich auch da einen feministischen Ansatz drin haben, dass wir was machen wollen, was zur Geschlechtergerechtigkeit beiträgt. Genau, und das alles haben wir versucht, in unseren Unternehmenszweck zu schreiben. Deshalb ist er sehr lang und soweit ich weiß, habt ihr ihn abgeschrieben. Wir können ihn anschauen. Genau. Vielleicht müssen wir ihn jetzt nicht komplett vorlesen, aber der erste Satz enthält, verfolgt den Zweck. Also das ist der Purpose. Ja. Und genau, die positive Wirkung auf das Gemeinwohl. Und dann habt ihr die Aspekte Geschlechtergerechtigkeit, Umwelt und Ozeane da drin. Vielleicht ist es besser, wenn du selber weitermachst, Ines, bevor ich jetzt euren Purpose vorlese. Also, soll ich es vorlesen? Ja? Ja, oder was dazu sagen, was ihr da drin... Genau, also tatsächlich ist der zweite Teil ist sozusagen, ja, wie wir das umsetzen, eben mit vielfältigen Sachen, also indem wir entwickeln, herstellen, vermarkten und vertreiben. Und da haben wir auch was Wichtiges, für uns Wichtiges, wir haben das genannt Produkte des täglichen Lebens, weil es uns eben darum geht, dass wir nur necessary goods erzeugen wollen. Also wir wollen nicht irgendwie dazu beitragen, dass Dinge verkauft werden, deren einziger Zweck ist, dass sie verkauft werden, sondern tatsächlich nur Produkte in den Kreislauf bringen, die irgendwie auch jemand braucht. Die sollen umweltschonend und ethisch vorbildlich produziert werden, eben aus innovativen und nachhaltigen Materialien wie Algen. Weiß ich nicht, in 50 Jahren machen wir vielleicht auch mal Myzel aus Pilzen oder Flechten oder was es noch so alles gibt, aber jetzt ist der Fokus auf den Algen. Und das Ganze wird abgerundet eben oder ermöglicht durch Forschung, durch Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit, Workshops, Projektentwicklung, Konzeption und Durchführung von Events und nicht genehmigungspflichtige Beratung für einen ökologisch, sozial und finanziell nachhaltigen Lebensstil. Also ein rundum, ein holistischer Ansatz, nennen wir das. Genau, also verschiedene Aspekte, die über das Produkt hinausgehen und ja, eine ganze Bandbreite an Themen auch abdecken. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass ihr diesen Purpose quasi selber formuliert habt und den jetzt im Handelsregister quasi als Grundlage eures Unternehmens gesetzt habt. Aber was bedeutet das denn jetzt für dich noch, außer dass es beim Handelsregister eingetragen ist? Naja, also genau, also ein Zweck muss ja im Grunde jedes Unternehmen, das sich eintragen will, eintragen. Der große Unterschied zwischen unserem Zweck und den Zwecken, die man normalerweise einträgt, ist, dass es bei uns wirklich darum geht, dass das ist der Grund, warum es Wild gibt. Und bei einem ganz normalen Unternehmen ist der Zweck, also natürlich macht es irgendwas und es verfolgt irgendein Ziel, aber das übergeordnete Ziel ist natürlich immer Profitmaximierung, weil wir halt im Kapitalismus leben und weil das halt so das Konzept ist. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind zwar ein For-Profit-Unternehmen, also nicht ein Non-Profit-Unternehmen, sondern wir funktionieren innerhalb sozusagen dieser unternehmerischen Logik an einem Markt, aber wir nennen das ein Profit-for-Purpose-Unternehmen und andere Menschen nennen das auch so, also nicht nur wir, aber das ist sozusagen, um deutlich zu machen, das ist nicht Non-Profit, es ist aber auch nicht For-Profit, sondern es ist Profit-for-Purpose und das wiederum heißt einfach, dass die Gewinne nicht dafür da sind, ausgeschüttet zu werden an EigentümerInnen, sondern dafür dienen, die Mission, also entweder reinvestiert zu werden in die Mission oder eben irgendwie anders, also was wir selber machen, oder irgendwie anders dazu beitragen, diese Mission zu erfüllen. Also sei es, dass wir das dann an Partnerorganisationen spenden oder irgendwie sowas. Genau. Und jetzt hast du gesagt, da gibt's, das ist anders als bei normalen Unternehmen. Hat es denn Konsequenzen für eure Unternehmensform? Ja, genau. Also
Es geht ja heute auch um Verantwortungseigentum und Verantwortungseigentum ist ja hoffentlich sehr bald eine eigene Rechtsform, also an die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Das ist jetzt heute noch nicht so, das macht aber nichts, weil man die Prinzipien auch anders umsetzen kann. Und wir haben das so gemacht, weil Plastic hat es ja auch gemacht und noch eine Reihe anderer. Und das heißt, wir haben uns wie so eine eigene Rechtsform gebaut mit so einem Konstrukt über eine Stiftung, die Stimmrechte hat in der Wild und deren einziger Zweck darin besteht, sicherzustellen, dass wir weiter unseren Zweck verfolgen. Also die hat die ist nur dafür da, sollten wir jetzt sagen, okay, nee, wir wollen jetzt doch das Meer ausbeuten und jetzt irgendwie Tampons aus Lachsen machen, dann würde die Stiftung sagen und hätte auch tatsächlich die faktische Macht dazu, nein, das ist nicht euer, das dient nicht eurem Zweck, das heißt, das könnt ihr nicht machen. Und ansonsten sind alle Stimmrechte bei uns und nicht bei Investorinnen. Also wir haben ja tatsächlich Investorinnen, weil wir unser Produkt ja noch entwickeln, also nicht jetzt bootstrappen können, das heißt nicht einfach von dem Verkauf direkt leben, sondern wir ja ein wirkliches R&D-Projekt sind und was ganz Innovatives entwickeln. Das heißt, wir brauchen jetzt Geld. Und diese Investorinnen, die sind aber keine Eigentümer von Wild, sondern Wild gehört sich selber. Wir, die drin arbeiten, sind die verwalten das sozusagen. Und genau, wenn wir dann soweit sind, dass wir über den Break-Even sind und dass wir Gewinne machen, dann kriegen die Investorinnen ihr Geld zurück und auch ein Mehrfaches dessen, was sie investiert haben, einfach als, ne, weil das ja sozusagen ihr Beitrag war. Und es gibt aber ein Cap und ab dieser Grenze sind sie dann einfach raus. Das heißt, es gibt nicht dieses typische, was normalerweise passiert, wenn man Unternehmensanteile hält, dass man irgendwie vor 15 Jahren mal irgendwie 10.000 Euro irgendwo reingesteckt hat und dann immer noch daran verdienen kann. Das gibt es in unserem Modell nicht. Also das heißt nochmal zusammengefasst, es gibt gerade keine Rechtsform, die es ermöglicht, dass Unternehmen sich selbst gehören. Das ist aber was im Koalitionsvertrag steht und woran gerade gearbeitet und nachgedacht wird und auch debattiert wird. Aber ihr habt euch eine Hilfskonstruktion gebaut, die quasi verhindert, dass dir das Unternehmen als Gründerin gehört und du damit reich wirst, sondern die dazu führt, dass das Unternehmen sich selbst gehört. Und genauso, ihr braucht InvestorInnen, um eure Forschung voranzutreiben oder euer Produkt zu entwickeln und das alles zu machen. Die kriegen auch was dafür, aber nicht unendlich. Ganz genau. Und wo fließt das Geld, was sozusagen vielleicht irgendwann als Gewinn kommt, hin? Also, naja, also genau, also ein Teil wird dafür genutzt, eben das, die Investorinnen zurückzuzahlen und der Rest wird einfach weiter in die Mission fließen. Das heißt, dann können wir bestenfalls noch viele verschiedene andere Produkte entwickeln, mehr Forschung machen, vielleicht auch mehr andere Projekte unterstützen, die in unseren Gebieten aktiv sind. Also sei das jetzt also euren Purpose erfüllen. Genau, quasi. Und die unseren Purpose, genau, die auch auf unseren Purpose einzahlen, ja. Genau. Ja, cool. Wir könnten noch stundenlang weiterreden und ich glaube, wir kommen nachher auch nochmal dazu. Ines, vielen Dank, dass du gerade so spontan eingesprungen bist und wir jetzt einen Einblick in Verantwortungseigentum und in Tampons aus Algen bekommen haben. Ich habe das Gefühl, da sind auch noch 1000 andere Ideen, die sich daraus vielleicht auch noch entwickelt werden. Vielen Dank erstmal, wir sehen uns gleich und jetzt gehen wir weiter. Diversity Management bzw. Antidiskriminierung sind, wie wir ja alle wissen, große Themen unserer Zeit und es gibt in so gut wie allen Unternehmen diesbezüglich auch noch einiges zu tun. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Purpose-Unternehmen, bei denen Rassismus, Sexismus oder auch Klassismuskritik zum Fokus ihrer Organisation gehören. Eine solche unternehmerische Aktivistin ist auch unsere erste Gästin. Pia Ehedjoa ist angehende Grundschullehrerin und bereits ausgegründete Unternehmerin. Mit Off Color hat sie eine Plattform ins Leben gerufen, die mit eigenem Magazin, Veranstaltungen sowie Community-Arbeit rassismuskritischen Content produziert. Off Color kreiert so einen Safer Space von und für BPOC, das steht für Black Indigenous People of Color, und ermöglicht ihnen mehr redaktionelle Repräsentation in der deutschen Medienlandschaft. Was das Magazin so besonders macht und wie die Symbiose aus Aktivismus und Unternehmerinnentum gelingt, erklärt sie uns gleich selbst. Ich sage herzlich willkommen, Pia.
Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Wir haben ja auch noch einen Clip von dir, der noch ein bisschen hinter die Kulissen von Off Color schaut. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mit der zweiten Frage von eben ein. Magst du uns noch ein bisschen was erzählen zu euren Zielgruppen und was ihr euch wünscht, was beim Lesen eures Magazins oder beim Konsumieren eurer sonstigen Inhalte passiert? Genau, also wir richten uns an BIPOCs, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Also an erster Stelle steht einfach Empowerment und Repräsentation. Ein schöner Side-Effekt ist aber natürlich, dass auch Menschen, die sich rassismuskritisch weiterbilden möchten, unser Magazin lesen und sich halt dann dadurch ein bisschen Einblick darin verschaffen. Wir haben so für uns als Zielgruppe junge Menschen, junge Erwachsene erschlossen, die halt viel auch über Instagram lesen und lernen, aber eben auch mal ein schönes Magazin in der Hand haben wollen. Genau. Ja, genau, wie das Magazin aussieht, werden wir später auch noch kurz sehen. Ich schlage aber vor, wir schauen uns mal eben euren Clip, den du mitgebracht hast, an, wo man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie es bei euch hinter den Kulissen aussieht. An die Regie würde ich sagen, Film ab. Stell dir vor, du schaust Werbung, Nachrichten oder Zeitungen an und stellst fest, da sieht niemand aus wie du. Wenn dann deine Lebensrealität dargestellt wird, ist sie voller Stereotype und Vorurteile. Deine Geschichte wird ohne dich erzählt. Genauso ergeht es vielen BIPOCs, kurz für Black Indigenous People of Color, also Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind. Das Magazin Off Color ist aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. Off Color ist eine rassismuskritische Plattform von BIPOC für BIPOC und für alle Menschen, die sich rassismuskritisch weiterbilden wollen. Dahinter steckt ein 10-köpfiges Team aus BIPOC und Allies, das seit Dezember 2020 ehrenamtlich an der Vision arbeitet. Wir sorgen für mehr Repräsentation von BIPOCs in den Medien und das in verschiedenen Ausdrucksformen. Genau, da hat man jetzt schon einen Einblick bekommen, wie es vor allem bei euren Veranstaltungen aussieht. Natürlich interessiert uns jetzt alle, wie sieht denn euer Magazin aus? Auch da hast du das Inhaltsverzeichnis, genau, der aktuellen Ausgabe mitgebracht, die auch schon ganz schöne visuelle Einblicke gibt. Ich würde fragen dich gerne, wer schreibt denn so für euch? Also in dem Video ist ja die Rede von eurem 10-köpfigen Team. Welche Themen interessieren euch, die ihr gerne nach außen tragen möchtet? Und was sind die redaktionellen Formate, die ihr euch so ausdenkt. Genau, ich würde sagen, wir zoomen mal an den ersten Ausschnitt heran und genau, erzählt uns doch. Ich kann noch ganz kurz was zum Video sagen. Was spannend ist, dass das erste Mal war, also dieser eine Film, wo das ganze Team gezeigt wird, wo wir als Team auch zusammengekommen sind. Bis dahin haben wir sehr remote gearbeitet und halt über Zoom und wir haben es nie geschafft, dass wir uns alle sehen. Deswegen war das ein sehr besonderes Event für uns auch, in Passau alles so zusammenzukommen. Wir haben schon zwei Magazine rausgebracht, das zweite kommt jetzt wieder raus. Wir haben mit Wissen ist Macht gestartet, weil wir uns gefragt haben, ja, wo haben wir bei unserer eigenen Politisierung angefangen? Und es war einfach bei Begriffen, unsere Lebensrealität mit Wörtern füllen, Dinge verstehen und benennen können. Und dann, als es draußen war, wie man so ist, hat man schon das Nächste vor Augen. Und dann haben wir ganz schnell irgendwie festgestellt, ja, das war jetzt ein Anfang, aber wir wollen noch mehr Perspektiven darstellen und sind so auf das Thema Intersektionalität gekommen. Bei der ersten Ausgabe haben wir eine BIPOC-Gruppe hier in Passau geschrieben. Bei der zweiten haben wir einfach einen Open Call auf Instagram gemacht und wirklich die Idee von Off Color ist, dass wir sozusagen den Rahmen vorgeben und alle anderen diesen Rahmen befüllen können. Es braucht keine Vorkenntnisse. Wir als Team haben jeder ein Ressort und arbeiten dann daran, dass sozusagen die Vision von einem bestimmten Text oder von einer bestimmten Veranstaltung umgesetzt werden kann. Also an sich ist Off Color, sind keine Grenzen gesetzt. Wir wollen alles machen, was uns empowert und worauf wir Lust haben. Wir haben so ein bisschen einen Themenpool auch wieder erstellt für die zweite Ausgabe und haben so gesagt, beispielsweise, wir möchten auch ein bisschen über intersektionalen Feminismus reden, aber vielleicht sollte ich Intersektionalität einmal kurz erklären. Das bedeutet,
ja, Mehrfachdiskriminierung, also wenn eine Person von Rassismus und Sexismus betroffen ist, dann überschneiden die sich, beziehungsweise es kommt zu einer ganz besonderen Form von Diskriminierung, und das versucht es noch so ein bisschen genauer zu benennen und ermöglicht praktisch, dass viel mehr Perspektiven gezeigt werden können und auch sichtbar werden. Mhm. Genau, wir haben verschiedene Formate. Wir haben einmal, was ihr bei 1 seht, Texte, die eingereicht wurden, wo eine Person beispielsweise über intersektionellen Feminismus redet und sich die Frage stellt, ob das radikal ist, weil sie halt festgestellt hat, als Woman of Color hat sie ein ganz anderes Verständnis von Feminismus und wie der aussehen soll. Wir haben eine passende Buchrezension dann darüber gemacht. Bei 2, das ist unser Part für Culture and Business, und da werden immer Unternehmen bzw. Menschen in der Kultur- und Kreativbranche vorgestellt, was die so machen, und unser Fokus ist dabei immer, dass mindestens eine Person aus Bayern vorgestellt wird, weil wir halt daraus kommen und das einfach nochmal ein bisschen pushen wollen. Genau, bei 7 ist es viel, was so Gedichte sind, wo sich eben auf poetische Art und Weise, sage ich jetzt mal, ausgedrückt wird und halt mitgeteilt wird. Und bei 6 ist jetzt ein Interview mit Lostfilmen. Die machen Horror-Kurzfilme. Und im ersten Augenblick denkt man sich so, was hat das jetzt mit Intersektionalität zu tun? Aber es ist ganz spannend, wie die arbeiten. Die versuchen auch, diskriminierungssensibel zu arbeiten. Und eigentlich dasselbe wie wir, dass mehr Leute in diese Branche kommen. Genau, aber vielleicht, wenn man mehr wissen will, kann man sich ja durchlesen. Ja. Genau. Genau, das ist das Ziel. Ja, ich würde sagen, wir machen mal mit dem nächsten Themenblock weiter. Das heißt, genau, der Beitrag kann schon klein gemacht werden. Ach so, genau, an die Regie, ich meinte, genau, wir machen mit dem nächsten Themenblock weiter, also von den Screenshots, genau, danke. Genau, und zwar haben wir ja gerade einen guten Einblick darin bekommen, genau, was sind eure Themen, wer arbeitet für euch und wie geht ihr das Ganze an? Ihr arbeitet natürlich in einem Spannungsfeld, ne? Auf der einen Seite ist das, was ihr macht, aktivistisch, politischer Aktivismus, auf der anderen Seite bist du aber ja auch Unternehmerin, also es ist eine hybride Form, die du da gewählt hast. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was sind denn an dieser Schnittstelle, an der du dich da bewegst, was sind so schwierige Alltagsmomente, wo du bestimmte Herausforderungen hast, bestimmte Entscheidungen treffen musst, und wie löst du das Ganze? Ich glaube, der erste wichtige Schritt war für uns anzuerkennen, dass das, was wir machen, Arbeit ist. Ich glaube, es hat ganz lange gebraucht. Wir sind ja dann als Kultur- und Kreativpilotinnen ausgezeichnet worden vergangenes Jahr, und das hat extrem geholfen, einfach zu sehen, was für Arbeit wir da reinschätzen, weil wir super viel Wertschätzung irgendwie auch bekommen haben und das klar benannt wurde, so, das ist Arbeit. Was war noch ein Teil? Ach so, ja, genau. Das Spannungsfeld einerseits eure aktivistische Seite, andererseits, dass ihr ja auch unternehmerisch tätig seid. Also was kommen da im Alltag für Herausforderungen zustande, die man irgendwie bewältigen muss? Genau. Ja, beispielsweise fürs Printmagazin ist natürlich immer gut, wenn man AnzeigekundInnen hat und so sozusagen Anzeigen verkauft und noch ein bisschen Geld reinbringt. Und ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir müssen ja überlegen, was sind unsere Werte, was stimmt mit uns überein. Also wir können nicht die nächstbesten AnzeigekundInnen nehmen, deswegen sind wir da sehr picky, würde ich mal sagen. Und das führt aber dazu, dass wir halt anderweitig dann irgendwie mehr Geld reinbringen müssen, damit wir überhaupt drucken können. Ich glaube, das Thema Sicherheit spielt auch eine Rolle bei uns, also dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie viel geben wir von uns als Menschen preis, weil für viele ist die Arbeit, die wir machen, sehr radikal, und es lockt natürlich auch rechte Menschen an, und deswegen ist so Sicherheit ein Thema, womit sich vielleicht jetzt, sage ich mal, normale UnternehmerInnen nicht beschäftigen müssen. Genau, was gibt es noch? Im Moment passiert das alles noch ehrenamtlich, das heißt, es ist auch viel kostenlose Bildungsarbeit, und das ist auch was, von dem wir einfach weg wollen, weil at the end of the day leben wir leider immer noch in einer kapitalistischen Gesellschaft und sind auch auf das Geld angewiesen und möchten für uns sozusagen das Maß finden an, wir können Leute fair bezahlen, aber wir wollen jetzt nicht reich werden mit Of Color, so, ich glaube, das ist eigentlich uns allen klar, genau. Mhm.
Ja, es sind voll die interessanten und auch wichtigen Punkte, die du da angesprochen hast, die natürlich so klassischem, in Anführungsstrichen, Unternehmerinnentum nicht unbedingt entsprechen. Um unseren Interviewblock noch abzurunden, was würdest du denn sagen, was ist euer so übergeordnetes Ziel mit Off Color? Was möchtet ihr bewirken? Also an allererster Stelle Empowerment und Repräsentation. Ich denke, wenn man sich die Medienlandschaft ansieht und auch ansieht, wer in Machtpositionen ist in den Chefredaktionen, dann wollen wir da einfach eine Veränderung, dass die Gesellschaft auch wirklich so abgebildet wird, wie sie ist. Ich meine, ein Viertel der Menschen hat Migrationshintergrund, aber das findet sich recht wenig in Chefredaktionen weiter oder auch in denen, wer überhaupt schreibt über bestimmte Themen. Und wenn ich so denke, in 2-3 Jahren würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr etabliert sind als Ansprechplattform in der Dachregion und da einfach die Nummer 1 Anlaufstelle sind und einfach noch viel mehr irgendwie ausprobiert haben. Für mich ist Off Color so eine Spielwiese. Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf und Ideen in meinem Kopf, was wir alles umsetzen könnten damit. Und andere Menschen eben auch. Und ich hätte da noch gern, dass es mehr so zusammenkommt, dass man noch mehr umsetzen kann. Genau. Ja, absolut. Ihr seid ja auch noch relativ am Anfang. Das wird sicherlich alles noch passieren. Für weitere Fragen und weitere inhaltliche Punkte haben wir ja nachher auf dem Panel noch etwas Zeit und natürlich im Sitzungsraum, wo du nachher noch anwesend sein wirst. Ich würde sagen, danke an dich schon einmal und ich mache weiter mit meinem nächsten Gast, nämlich Christian. Bis später. So, auch hier nochmal eine kurze Anmoderation. Genau, bei Ines Beitrag vorhin haben wir ja schon einen tollen Ansatz gesehen, wie Meere künftig sauber und frei von Plastik gehalten werden können, indem nämlich kein neuer Müll dort hineingelangt mit den Tampons. Trotzdem ist die Verschmutzung der Ozeane natürlich ein gigantisches Problem und es braucht natürlich nicht nur einen Ansatz, um dieses Problem irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und diesen ganzen Müll zu beseitigen. Umweltschutz als Unternehmenspurpose hat sich dementsprechend auch unser nächster Gast Christian Siegmund zur Aufgabe gesetzt. Mit Wild Plastic sammelt er mit vielen anderen Plastik aus dem Meer und der umliegenden Natur, recycelt es und stellt daraus neue Produkte, insbesondere eigene recycelte Mülltüten her. Wie Wild Plastic das macht und wie Verantwortungseigentum auch dort im Alltag eine Rolle spielt, wird Christian uns gleich erzählen. Ich sage erst einmal herzlich willkommen. Hi, schön, dass du da bist. Hi. Moin zusammen. Hi, Grüße aus Hamburg. Auch an dich noch einmal die Frage. Sag noch mal in eigenen Worten, was macht Wild Plastic aus und was treibt euch dort an? Cool. Ja, danke Felix. Ich fange mit was anderem an, was wir nicht machen. Ich muss dich ganz kurz korrigieren, weil letzte Woche war ein großer Artikel über das Adidas WM-Trikot in der Zeit. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Da ging es auch um Meeresplastik. Wir sammeln explizit kein Meeresplastik bei Wild Plastic, sondern wildes Plastik. Und das ist sozusagen Material, was irgendwann mal dahin gelangen könnte, was sich aber im Grunde außerhalb des Systems befindet. Auf den Straßen, an den Stränden, in den Hinterhöfen, auf illegalen Deponien. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil ich glaube, wir die Geschichten einfach faktisch richtig erzählen müssen. Ne? Und das kommt bei uns immer wieder vor. Und deswegen glaube ich, das ist so ein total guter Themenöffner. Was wir nämlich probieren ist, bei Wild Plastic, also wir gucken auf, wir haben vor 3 Jahren auf das Plastikmüllproblem geguckt und verstanden, hey, es gibt eigentlich 2 Probleme. Also einmal liegt da wahnsinnig viel Plastik in der Umwelt und auf der anderen Seite produzieren wir immer mehr, jedes Jahr. Und der Anteil von Recycling-Plastik, also wiederverwendetem Material, liegt unter 20%. Und dann ist so, okay, also dann heißt es, das Problem wird dramatisch größer und wir holen noch Öl und Gas aus dem Boden. Wir wissen, glaube ich, sehr genau, vor allem seit diesem Jahr, was das auch für Konsequenzen mit sich bringt. Und da wollen wir einen Änderungsbeitrag zu leisten. Wir sind nicht so... Wir sagen nicht, das wollen wir alleine ändern, weil wir denken eher, dass es Ökosysteme braucht oder komplexe Systeme, wo ganz viele Akteure miteinander in eine Richtung ziehen. So. Und wir wollen dafür sorgen, dass wildes Plastik wieder zurück in den Kreislauf kommt, also zurück als Rohstoff wiederverwendet werden kann. Die Recyclingquoten steigen, das wilde Plastik sinkt in der Umwelt und dann werden wir happy.
Genau. Du hast uns auch einen Clip mitgebracht, wo man sich das Ganze etwas anschaulicher nochmal vorstellen kann. Danke nochmal für den Hinweis. Es geht nicht um Plastik, was schon bereits im Meer ist, sondern theoretisch auf dem Weg dahin an Land gibt es natürlich auch mehr als genug Plastikverschmutzung. Ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz euren Clip an. Der Kampf gegen wildes Plastik in Ländern ohne Abfallsammlung ist die große Herausforderung von Wild Plastic. Dass daraus Recyclingprodukte entstehen können, ist dort vielen gar nicht klar. Das sind Wasserbeutel für Trinkwasser. Die Leute schmeißen sie nach dem Trinken einfach weg. Wir schreddern und reinigen das eingesammelte Folienplastik. Am Ende haben wir diese schönen Pellets, aus denen wir dann unsere Müllbeutel herstellen. Genau, wie diese Müllbeutel aussehen, haben wir auch noch vorbereitet. Ich würde sagen, die zeigen wir auch noch mal kurz als Screenshot. Und genau, magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Darf ich kurz noch fragen? Christian, warum heißt ihr Wild Plastic? Ja, das ist eine super Frage. Wir haben uns eigentlich diesen Begriff ausgedacht. Es gibt kein wildes Plastik in dem Sinne. Plastik ist super unwild. Also das ist so, das ist das industriellste Produkt ever. Und das Problem ist, dass es aber irgendwie so für uns ein Stück weit wild geworden ist. Also die Wildnis ist für uns, ne, im Englischen funktioniert es, glaube ich, besser. The wild, das ist die Natur, das ist die unberührte Natur, unsere Umwelt, die wir, glaube ich, alle lieben. Und die ist jetzt voll mit diesem unwilden Plastik und wir spielen eigentlich damit und sagen, hey, irgendwie Wild Plastic, so ist die Welt heute, wir finden es uncool, wir freuen uns, wenn es uns irgendwann nicht mehr gibt und das ist auch ein bisschen die Mission unserer Firma. Wir machen das nicht, weil wir Plastik so geil finden, sondern weil wir dieses Problem einfach nicht weitergeben möchten an die nächste Generation. So. Genau, und Felix, du hast ja netterweise schon den Screenshot eingeblendet. Wie machen wir das? Wir haben vor allem uns erstmal das Narrativ angeguckt und verstanden, naja, Plastik, Müll, das wirkt ja nicht wie eine Lösung. Und ich glaube, dass unser Winkel war, naja, wir können es ja vielleicht wieder zu einer Teillösung machen, indem wir es eben wiederverwenden, indem wir Produkte schaffen, die einen Impact haben, indem wir Produkte schaffen, die was verändern und haben dann die Wildbag entwickelt, was unfassbar kompliziert war. Also so eine dünne Folie aus wildem Plastik zu machen, das war technisch super anspruchsvoll, hat auch noch niemand gemacht, aber wir wollten halt eben beweisen, es geht und wenn wir wollen, dann können wir es zurückholen. So, und let's go. Worauf warten wir? Wie ist das denn bei euch? Wie bringt ihr einerseits diesen Umweltaktivismus und Unternehmerinnentum unter einen Hut? Wir haben jetzt schon zwei Beispiele gehört heute, wie das gehen kann. Wie ist das bei euch? Ja, ich möchte ganz kurz noch was zu Pia sagen und zu dem Video. Wir haben nämlich auf das Video, was ihr eben gezeigt habt, eine Rückmeldung bekommen, dass unsere tolle Kollegin Huda, die gesprochen hat, warum wir die denn in dem Video zeigen würden. Das wäre doch eine Frau mit Kopftuch zu zeigen im Video, das wäre doch irgendwie, wie kämen wir auf die Idee? Ne? Das wäre doch eine Schande für unser Unternehmen. Krass. Und also wir waren damit sehr überfordert am Anfang mit der Reaktion, aber die hat dann auch ganz viel in uns ausgelöst und setzen uns gerade sehr viel auch mit dem ganzen Thema Rassismuskritik auseinander intern. Und ich will da nur noch mal kurz ein Plädoyer halten, warum diese Arbeit so wichtig ist, auch für uns. Und jetzt habe ich die Frage deswegen vergessen. Genau. Aktivismus, Unternehmertum. Ja,
Ja, das fällt bei uns so ein bisschen zusammen. Wir haben ja nicht eine Firma gegründet, weil wir Plastik so, so cool finden, sondern weil wir in erster Linie was verändern wollen insgesamt. Und ich glaube, der Impuls war total aktivistisch. Der Impuls war, wir sehen das Problem, wir halten es eigentlich nicht mehr aus, wir wollen was ändern. Und dann haben wir uns angeguckt, was gibt es für Lösungen und wie können wir einen Beitrag leisten. Und bis heute ist das ein Teil von der Kultur bei Wild Plastic, dass einfach Aktivismus irgendwie nicht bei allen gleich ausgeprägt, aber bei vielen eine wichtige Rolle spielt. Und das ist schon ein Spannungsfeld, Unternehmertum und Aktivismus, weil das eine ist einfach wahnsinnig unkommerziell und auch gut so und auch richtig so und irgendwie aneckend und provozierend und irgendwie manchmal auch an manchen Stellen grenzüberschreitend, wie wir, ne? So, um halt darauf aufmerksam zu machen, hey, hier ist was nicht in Ordnung. Und wie wir das im Unternehmen irgendwie nivellieren, das ist ein ständiger Aushandlungsprozess bei uns. Aber ich glaube, Wild Plastic kann niemals unaktivistisch sein, weil wir einfach sehen, wie viel sich noch ändern muss. Und wir müssen so laut und wild sein und so viele Leute mit mobilisieren, sonst bewegt sich einmal nichts. Das muss man auch sagen. Genau, und auf formeller Ebene habt ihr ja auch dafür gesorgt, dass Wild Plastic für immer seinen Sinn erfüllen soll. Ihr seid nämlich auch eine Firma, die Verantwortungseigentum ist, in Verantwortungseigentum funktioniert. Kannst du noch mal kurz definieren, ohne dass wir euren Handelsregisterauszug vorliegen haben, aber magst du noch mal kurz zusammenfassen, wie habt ihr damals euren Purpose definiert und wie findet man für sowas InvestorInnen? Wir haben unseren Purpose damals so definiert, dass wir gesagt haben, wir machen Produkte wir machen vor allem Produkte aus wildem Plastik, entweder für uns oder für andere. Und auch das war wieder ein Aushandlungsprozess. Ich glaube, es war nur konsequent, ein Purpose-Unternehmen zu gründen für das, was wir vorhaben, weil die Greenwashing-Gefahr so dermaßen hoch sonst ist. Und wir sehen es immer wieder bei vielen Geschichten und wir sehen es auch bei Adidas. Deswegen, das ist bei uns gerade ein total heißes Thema, Felix. Wir positionieren uns auch noch zu. Adidas arbeitet halt mit Parley for the Ocean zusammen und erzählt eine riesige Geschichte und irgendwie alle lieben es. Und am Ende kommt da raus, hey, die Hälfte stimmt einfach gar nicht. Und wie kannst du ganz tief in der Struktur des Unternehmens da vorbeugende Maßnahmen leisten? So, und wie kannst du vielleicht auch dieser Gier vorbeugen, dass jemand denkt, oh Gott, wenn wir jetzt mit Adidas und dann irgendwie, ne, dann machen wir uns Angebot danach und wie auch immer. Wir wollen groß denken und würden auch gerne mit Adidas zusammenarbeiten, aber eher auf Augenhöhe und unabhängig und da halt auch eine klare Grenze für uns ziehen. Nicht nur für uns, sondern alle MitarbeiterInnen, alle PartnerInnen. Und deswegen haben wir es gemacht. Genau. Und wie gestaltet sich das für euch, Leute zu finden, die einen da unter anderem monetär mit unterstützen? Mega wichtige Frage. Wir haben 4 tolle InvestorInnen gefunden, die bereit waren, uns Geld zu geben und dann für das Risiko kompensiert zu werden. Wir zahlen in 10 Jahren einen bestimmten Betrag zurück, der quasi das Investment verzinst hat, um eine gewisse Menge. Und das ist schon krass, das ist schon pioniergeistig, dass jemand sagt, hey, wir investieren jetzt mal anders und wir haben keine Stimmrechte und wir sitzen aber mit am Tisch, weil der große Unterschied ist, wir haben ja nicht gesagt, bleibt uns weg, wir wollen euer Geld, sondern ganz anders. Wir brauchen euch, bitte helft uns, ihr habt eine Konsultationspflicht, wir müssen euch konsultieren bei wichtigen Dingen. Und ich glaube halt ganz fest ans Gute im Menschen, dass wir doch alle, also wir wünschen uns Hilfe, wir wünschen uns tatkräftigen Input, wir wünschen uns nur nicht einen Machtmissbrauch oder irgendwie ein Übergehen, was irgendwie dann die Interessen des Unternehmens irgendwie gefährden würde. Und wir haben ganz, ganz tolle PartnerInnen an unserer Seite. Das klingt ausgezeichnet. Danke für deinen Beitrag an dieser Stelle schon mal. Ich würde sagen, wir holen jetzt noch mal für unsere Panel-Diskussion unsere anderen beiden Speakerinnen auf die Bühne und haben natürlich noch ein paar Fragen vorbereitet und möchten natürlich auch alle anderen im Publikum ermuntern, gerne Fragen in den Chat zu posten. Genau, wir haben Zeit oder Raum für 3 bis 4 Fragen aus dem Publikum. Je nachdem, wie viel da so kommt, schreibt auch gerne mehr rein.
weil die Breakout-Sessions finden ja danach noch statt. Da kann man auch alles immer noch mitnehmen. So, ihr drei, jetzt seid ihr hier das erste Mal zusammen auf der Bühne. Gibt es denn was, was ihr voneinander noch wissen wollt oder was euch noch aufgefallen ist, was ihr noch sagen wolltet, was euch gerade noch auf der Seele brennt? Ja, ich hatte gleich eine Frage an euch beide auch, wie ihr euch als Team gefunden habt. Das finde ich immer super spannend. Ich glaube, Ines, euch gibt es ja auch noch nicht so lange. Das heißt, auch in der Corona-Zeit entstanden. Genau. Genau, in der Corona-Zeit entstanden als Firma, aber tatsächlich sind meine Kollegin Melli und ich seit über 10 Jahren schon ein Team und haben uns tatsächlich an der Filmhochschule kennengelernt, weil das war unser vorheriges Leben, haben wir Kinofilme gemacht und dann haben wir aber auch tatsächlich, haben uns ja in dieser NGO-Welt rumgetrieben, unter anderem bei Mein Grundeinkommen und genau da auch weiter zusammengearbeitet und das ist einfach unglaublich toll mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man sich einfach blind vertrauen kann und ne, wir sind auch beste Freundinnen und wohnen gegenüber voneinander. Also wir sind wirklich one und haben da, glaube ich, was ganz special. Krass. Coole Geschichte, weil bei mir ist es das exakte Gegenteil. Ich habe meinen vorigen Job gekündigt und brauchte dann irgendwie ein bisschen Zeit für mich. Und dann wurde ich irgendwie mit dem Plastikthema in Peru sehr stark konfrontiert und kam dann zurück und habe dann eigentlich so Augen und Ohren geöffnet und dann über Leute so den Tipp bekommen, hey, red doch mal mit dem und red doch mal mit dem. Und dann saß ich auf einmal mit 5 Leuten am Tisch, die alle das gleiche Problem betrachtet haben, aber aus ganz unterschiedlichen Welten kamen. Ein Kunststoffingenieur, eine Produktdesignerin, ein Filmemacher, ein Unternehmer und wir kannten uns nicht und wir haben halt trotzdem 6 Monate später ein Unternehmen miteinander gegründet, aber Halleluja, das meine ich ja auch ein bisschen mit Aktivismus. Kein Mensch der Welt hätte einem dazu geraten, weil einfach das Risiko so hoch ist. Und wir mussten auch viel Beziehungsarbeit leisten jetzt, aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen die Geburt des Unternehmens, ja. Aber ihr seid ja, könnt euch sicher sein, dass ihr alle ähnliche Werte vertretet oder dass ihr alle für das Gleiche brennt, was dann vielleicht auch, das eine ist ja, man kennt sich seit 10 Jahren und man passt gut zusammen und weiß das schon und gleichzeitig kann es ja aber auch mal passieren, dass man jemanden kennenlernt und dadurch, dass man aber für das Gleiche brennt, ist ja auch total schnell, man feststellt, man harmoniert gut. Das stimmt. Ja. Wie war das denn bei dir, Pia? Ja, wir sind auch ein zusammengewürfelter Haufen. Also ähnlich wie bei dir. Ich habe zusammen mit einem Akustikus gegründet am Anfang. Und dann irgendwie ist so eins zum anderen gekommen. Wir haben in eine Gruppe reingeschrieben und jetzt sind wir so seit 2 Jahren ein Team. Und wir hatten jetzt letztens ein Teamshooting zusammen. Ich war irgendwie voll irgendwie dann glücklich und happy darüber, weil es sind so verschiedene Charaktere. Wir sind echt ein witziger Haufen auch und ein chaotischer Haufen. Und dass man sich so gefunden hat, obwohl man es nicht gesucht hat, das war ich irgendwie, da war ich voll dankbar dafür, weil wir schon sehr wertschätzend bei uns im Team. Es wird ja aufeinander geachtet auch. Ich sehe gerade, wir haben eine Frage im Chat, die lautet und ist, nehme ich an Christian gerichtet. Hängt Wild Plastic mit preciousplastic.com zusammen? Danke für die Frage, Stefan, tun wir nicht. Also wir kennen die natürlich und wir haben schon mal zusammengearbeitet, aber wir sind unabhängige Organisationen. Okay. Ich würde mal da noch anschließen. Ines und Christian, ihr seid ja jetzt beide in Verantwortungseigentum und habt da jetzt auch eure Expertise aufgebaut, wenn es irgendwie jetzt darum geht, mit wem man zusammenhängt oder nicht. Was ist denn so eure Empfehlung für Leute, die sich damit auseinandersetzen und die so überlegen, entweder in Verantwortungseigentum zu gründen oder ein bestehendes Unternehmen in Verantwortungseigentum zu überführen? Wo fängt man an? Was ist so der wichtigste Tipp? Ines, willst du vielleicht? Ja, danke. Also ein ganz toller
ein ganz tolles Hilfsmittel ist, ist das Workbook tatsächlich von der Purpose Foundation, also von der Stiftung Verantwortungseigentum. Die haben so ein, ja, so ein Dokument gemacht, wo man durch diesen Prozess geführt wird, weil ich glaube, das ist mit dem Verantwortungseigentum, das ist sehr ähnlich wie mit dem Co-FounderInnen finden, was ihr ja sehr intensiv sozusagen da durch habt und was ich auch aus meinem vorherigen Leben ja auch kenne. Es ist eigentlich diese Verhandlung vorher und eigentlich dieses sich darüber Gedanken machen, warum will man das jetzt machen und ne, was steht dahinter und so. Und da hilft dieses Workbook super und damit kann man gut anfangen. Nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Dann hätte ich noch eine Frage an Pia, und zwar beim Thema Purpose Economy ist natürlich auch das Thema Generation Z relativ relevant. Ne? Also für alle, die es nicht wissen, Generation Z, das sind die Leute, die heute gerade so im späten Teenager, Early 20s Alter sind, und für die ist nämlich Purpose oftmals etwas ganz Selbstverständliches. Die Arbeit, der man nachgeht, muss einen Sinn haben. Man möchte sich nicht totarbeiten. Auch psychische Gesundheit ist ein wichtiger Aspekt. Pia, du bist selber eine Repräsentantin der Gen Z. Würdest du sagen, dass das tatsächlich so ist, dass deine Generation unbedingt etwas machen möchte, was einen Purpose hat? Ich fand es so spannend, weil du hattest mir das ja im Vorhinein schon gestellt und ich habe mir diese Frage irgendwie nie gestellt, weil das für uns so gesetzt war. So. Ich glaube aber, bei uns ist ein bisschen der Unterschied, dass das Thema, das wir bespielen, ja unsere eigene Betroffenheit beinhaltet und dadurch haben wir halt auch die Leidenschaft dadurch und das ist auch generationsübergreifend. Das merken wir auch, dass wir mit dem, was wir machen, bei Betroffenen auf offene Türen stoßen und wenn wir Interviewanfragen machen wollen oder zusammenarbeiten wollen mit bestimmten Leuten, dass sie halt immer sagen, ja, klar. Ich glaube, in unserem Team merkt man es vielleicht so ein bisschen. Wir arbeiten nach Kapazitäten und versuchen da halt verantwortungsvoll mit uns umzugehen und wir wissen, das ist gut, was wir machen, aber wir müssen auch schauen, dass wir nicht übertreiben und halt jetzt 24/7 durcharbeiten, was ja schon, finde ich, oft so das Mindset in der Startup-Welt oft ist, genau. Die anderen beiden haben genickt. Teilt ihr diese Einschätzung? Habt ihr da auch Erfahrung? Also genau, wie seht ihr das? Seht ihr, dass die Gen Z mit ihrer Kultur einen großen Einfluss auf die Purpose-Szene hat? Das weiß ich nicht so genau, aber ich habe genickt, weil wir merken das bei uns in der Organisation zumindest schon sehr stark auch. Also wir haben Menschen also der Jüngste ist Anfang 20 und der Älteste ist Mitte 50. Die sitzen im gleichen Raum und das ist schon... Also das ist schon manchmal ganz schön wild, was da so für Selbstverständlichkeiten, also so, weißt du, so Grundannahmen, logisch ist das so, vorherrschen. Und das braucht ganz viel Dialog und tatsächlich auch irgendwie viel Verständnis füreinander entwickeln, was wiederum was sehr Schönes ist. Kostet zwar ein bisschen Kraft, aber auf der anderen Seite merken wir halt, naja, also das ist jetzt kein Graben, über den man nicht springen kann, also in beide Richtungen nicht. Sondern es geht halt eher so ein bisschen, verstehe, wo es herkommt und wir hören uns mal ein bisschen zu. Und das ist schon cool zu beobachten. Aber auf die Frage, Felix, prägen tun ich es auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass alle Generationen es prägen, nur im Moment sehr viel auf sie geguckt wird, weil sie vielleicht anecken an ein paar Stellen, wo die anderen Generationen noch nicht so wissen, hey, haben wir uns noch nie so richtig mit auseinandergesetzt. So. Aber wenn sie es tun, dann sind sie, glaube ich, offen. Ja, und ich fand es einfach total schön, dass du, Pia, gesagt hast, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, weil es ist ja Gesetz. Also das war so ein bisschen der Punkt. Und ich jetzt aber nochmal, weil du konkret gefragt hast im Zusammenhang auch mit Purpose, da weiß ich jetzt auch nicht, was Gen Z dazu sagt oder was welche Generation irgendwie, aber was da auf jeden Fall auch passiert, ist, dass ganz, ganz normalisierte Grundannahmen in Frage gestellt werden und dadurch transparent gemacht werden. Also die Annahme überhaupt, was ist denn ein Unternehmenszweck? Und das ist
oder die Annahme, okay, es kann irgendwie sein, dass Unternehmen jemandem gehören, das zu hinterfragen, das finde ich schon spannend und das ist auf jeden Fall was für Leute, die gerne Dinge hinterfragen. Ich will vielleicht noch kurz was ergänzen, weil ich finde, Christian, du hast auch was Wichtiges angesprochen, dass es gerade bei den Themen, die wir alle bespielen, darum geht, dass generationsübergreifend zusammengearbeitet werden muss und eben Brücken geschlagen werden müssen, gerade in dem Thema Rassismus oder halt auch Rassismuskritik und rassismuskritische Arbeit. Dadurch, also auf Color ist nur möglich, weil es VorreiterInnen vor uns gab, die das geprägt haben und die dem Problem Intersektionalität benannt haben. Und das ist halt auch wichtig, also dass unser Selbstverständnis darauf beruht auch. Ich wollte euch eigentlich fragen, wie man seinen Purpose findet. Aber aus dem, was ihr in letzter Zeit erzählt habt, habe ich das Gefühl, der Purpose ist zu euch gekommen. könnt ihr damit was anfangen? Ja, ihr habt alle gelacht. Also, was ich da jetzt eigentlich viel spannender finde, ist, ist es bei euch allen ein Thema, was euch am Herzen liegt, was ihr irgendwie in der Welt gesehen habt, wo ihr was verändern wollt, wo ihr euch einbringen wollt. Und dann kam nochmal von Pia so dieses Aufpassen, sich nicht zu überlasten. Also wenn das Arbeiten nicht mehr dazu da ist, um Geld irgendwie zu verdienen und reich zu werden, dann gibt es irgendeinen anderen Grund. Und wenn man sich jetzt so vorgenommen hat, okay, ich will den Ozean retten oder ich will Rassismus abschaffen, dann hört die Arbeit ja nie auf. Wie geht ihr denn damit um? Alles stumm. Ines, wie gehst du damit um? Ja, total guter Punkt. Also das war auch ein Grund, warum ich vorhin genickt habe bei Pia, weil das natürlich was ist, was, ne, weil wir auch vorhin wieder diese Aktivismus versus Entrepreneurship-Diskussion hatten. Alle AktivistInnen haben das Problem. Also alle, die irgendwie was bewegen wollen, deren Arbeit hört nie auf und es ist auch nicht, und es ist auch ganz schwer zu sagen, dass man jetzt, also auf Erfolge stolz zu sein, wenn das Problem noch nicht gelöst ist. Und ich, also was wir machen, ist, dass wir uns da ziemlich, ja, proaktiv einfach mit auseinandersetzen und halt Regeln geben. Ne, zum Beispiel so ganz konkrete Sachen wie Arbeitszeitregeln. Und jetzt haben wir zum Beispiel den freien Freitag, den schreibt man übrigens mit V, eingeführt, wo wir abwechselnd frei haben und sowas. Also ne, wir versuchen da irgendwie einen Weg zu finden und ich habe das auch schon, also es ist ja auch nicht nur die Überlastung und dass man dann irgendwie, dass man da aufpassen muss, es ist ja auch ein bisschen die Qualität der Arbeit, die dann leidet und dieses ganze Hustletum ist halt einfach hängen geblieben und wir haben da ja gar keinen Bock drauf, aber trotzdem passiert das ja schon, dass man, ne, wenn man engagiert ist, da leicht wieder reinrutscht. Und wir hatten, als wir unsere Filme produziert haben, da tatsächlich einen, uns was vom Theater abgeguckt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen 2x4 Blöcke. Also es gibt nur 4 Stunden Dreh, dann gibt es eine Pause und dann gibt es wieder 4 Stunden Dreh. Und das ist die Zeit, in der man sich irgendwie konzentrieren kann. Und dazwischen weiß man, man hat Pause. Und das funktioniert so für, ne, Büroarbeiten nicht so gut, aber das hat auf jeden Fall einen krassen Effekt auf das Ergebnis der Arbeit und auch auf die Kreativität und auf den Flow, den man ja idealerweise irgendwie auch mal schafft zu erreichen, so ein Zustand. Genau, ja. Also wir experimentieren darum. Christian, willst du da so oder Pia, willst du dazu noch was sagen? Ja, ich kann gerne noch was sagen. Es ist der erste Gedanke, den ich hatte, war so, dass es manchmal okay ist, auch erstmal im Bett liegen zu bleiben. Was so ein bisschen auf das anspielt, was Ines gesagt hat, weil es bringt dann nichts, wenn gerade die Welt so schwer auf mir lastet, so, was ja auch voll fein ist, weil es ist einfach manchmal auch überwältigend, welche Themen wir bespielen und was wir eigentlich ändern wollen. Was mir super gut tut, ist auch der Austausch mit dem Team, wie es anderen damit geht. Ich habe so einen Fragenkatalog ans Team erstellt und da hat auch eine Person geschrieben, dass das Team für sie ein safer Space ist und das hat mich voll berührt, weil ich so war, okay, das war nicht unsere Absicht, aber es ist so passiert, weil wir so mit Leidenschaft dabei sind, also das auf jeden Fall. Und dann auch ein bisschen ergänzend zu Ines war dieses Erfolge feiern, weil
das haben wir uns beim letzten Teammeeting groß draufgeschrieben, weil wir das bis jetzt nicht getan haben, weil es immer zu kurz gekommen ist, weil wir waren, okay, jetzt haben wir das erledigt, jetzt wollen wir das noch machen. Aber es ist wichtig, Erfolge zu feiern und zu sehen, dass wir Menschenleben positiv verändern können, indem sie erkennen, ah, das und das widerfährt mir, dass sie erkennen, dass sie einen Rassismus erfährt und das halt auch klar benennen können. Genau, ich glaube, das wären so die Punkte, die ich da jetzt nennen würde. Ich übergebe mal an Christian, vielleicht hat der noch was Schlaues. Ja, schlau weiß ich nicht, aber zumindest fühle ich das schon auch sehr. Also ich glaube, das ist eine echte Herausforderung tatsächlich. Dieses Gefühl, nicht überwältigt zu werden. Und das hat wiederum was mit irgendwie so Resilienz und auch sich selbst mal umarmen zu tun. Das hört sich jetzt so komisch an, aber es ist wahnsinnig wichtig. Das weiß ich nach 3 Jahren mehr als nach einem Jahr. Und ich habe heute Morgen da noch ganz viel drüber gesprochen, weil es gibt halt Phasen, die sind nicht easy. So, und das ist so. Und dann finde ich es halt total wichtig, sich nicht die Last der ganzen Welt aufzubürden. Und deswegen sagen wir auch nicht, wir wollen das Problem alleine lösen. Dann hast du es ja de facto getan. Ne? Und das ist ja so diese Hero-Story von früher. Das eine Unternehmen, was sozusagen alle Probleme aus der Welt schafft oder zumindest dieses globale Problem alleine löst, gibt ihnen Geld und sie machen es. So, da glaube ich A nicht dran und B, ja, hat das ja auch was mit der inneren Haltung zu tun. Ich stehe mir dazu. Wir machen es ja eben nicht alleine. Und deswegen ist es auch mal okay, wenn wir irgendwie Ruhe brauchen. Und trotzdem gibt es halt ein Spannungsfeld im Unternehmertum. Hey, es gibt schwierige Phasen, gibt wilde Phasen. So. Okay, jetzt haben wir hier einen sehr großen Bogen geschlagen von Purpose zu Verantwortungseigentum und zum achtsamen Umgang mit sich selber bei der Arbeit, wenn man einen großen Purpose hat, den man irgendwie verfolgt. Im Chat gab es noch einige Fragen, die auch sehr ins Detail gehen. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das Panel jetzt hier beenden, aber noch nicht die Veranstaltung, sondern dass wir uns jetzt in die Breakout-Sessions bewegen und dort nochmal ihr jeweils, also das Publikum jeweils, die Möglichkeit hat, euch einzeln nochmal Fragen zu Details und Hintergründen und sonstigen Sachen zu fragen, die vielleicht noch interessant sein könnten. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank, dass ihr hier wart und uns den Einblick gegeben habt und so vielseitige, spannende Dinge mit uns geteilt haben. Ihr könnt jetzt schon in die Sitzungsräume rübergehen, aber ich habe noch für das Publikum ein paar Ankündigungen. Herzlichen Dank, ihr drei, und bis später in den Sitzungen. Dankeschön. Genau, wir wollen natürlich nochmal vom Publikum wissen, wie ihr das Kompetenzzentrum wahrnehmt. Bitte nehmt euch nochmal kurz ein paar Sekunden und füllt diese Umfrage aus. Die ist in dem Reiter neben dem Chat. Und ansonsten gibt es nur noch zu sagen, dieses Jahr findet vom Kompetenzzentrum noch eine Veranstaltung statt. Sie heißt Auf ins Metaverse und ist ein Kongress am 6. Dezember, wo man sich über unterschiedliche Aspekte des Metaverses und den Skills und Herausforderungen, die da auf uns zukommen, aber auch den Möglichkeiten, die es geben wird, was lernen und austauschen kann. Und wie immer freuen wir uns sehr, dass ihr alle da wart und sind gespannt, wie es jetzt noch weitergeht in den Sessions. Vielen lieben Dank und bis später. Tschüss. Tschüss.